Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, spielen wir mal unser Glück. Hui! So, und schauen wir mal, wir gehen nochmal schnell schleichen. Ob wir hier das Schwert stibitzen können. Der ist auch nicht schlecht gestorben da, ne? Also die Bootsfrauen von heute, ne, sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja. Ne? Konnte ich gar nicht schleichen? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnte auch sein, dass wir schleichen noch gar nicht konnten. Der ist beim... Aha. Das kommt davon, wenn man zu viel Verstopfung hat, ne? Dann stirbt man auf dem Klo. So schaut's aus. Da ist finster. Ich brauche eine Magnesiumfackel. Warte mal. Ah ja, okay, die bringt ja auch nicht viel. Das ist einfach wegen dem Licht. Jo. Ich renne da blöd im Kreis herum. Aha, das haben sie zugenagelt, deshalb. Jo, dann müssen wir halt mit dem Jetpack weiter, ne? Aha. Boah. Okay. Ist das gut, dass es hier so. Gute Gabel. Halt, langsam. Aha, da ist sowieso jemand gestorben auch. Okay. Das dürfte auch nicht allzu lange her sein. Da hört man Teleporter unten. Okay. Boah, dieses Spa-Hotel ist aber echt groß, ne? Eine Ratte. Metallschrott, das hat jetzt echt hier ausgeschaut, als wenn da was wirklich was Großes zum Holen wäre. Hier ist so was. Meh. Nicht so wirklich, ne? Lalilalala. Aha, da geht's wieder runter. Gehen wir vielleicht nicht runter, vielleicht, eventuell kommen wir dann direkt zu den Perserkern hin. Und dann kriegen wir eine auf die Gauche. Vergilbter Zettel. Aha. Klo schon wieder, ja. Ui, wertvolles, sanftes Klopapier. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Boah, eine Badewanne. Elixit, okay. Ein Bad wäre auch mal schön. Ein Heiltränkchen. Ja, nehmen wir auch gern mit. So. Aha. Halt, Eisenerz. Na, Eisenerz. Was da ja genau. So. Also, dass wir bei dem Brett da nicht runterstürzen, das ist auch phänomenal. Ein bisschen Geldbündel. Tagebuch eines Zimmermädchens. Ah, da haben wir das Zimmermädchen. Da ist sie hin. Okay. So viel dazu. Guter Becher. Kein Wunder, wenn die gestorben ist, dann kann das hier nicht mehr schön werden, ne? Ist eh klar dann. So. Eine Ratte, ja. Ansonsten ist da nichts mehr, okay. Boah, ey. Okay, ich glaube, wir sollten vielleicht mal lesen, ne? Ein bisschen. Da. Da. Hier hat man was. Ein vergilbter Zettel. Bestellung. Ich möchte auf meinem Zimmer heute Abend um 6 Uhr Ihren teuersten Wein. Haben Sie kapiert? Zimmer Nummer 9. Daisy. Ja, Finn Donald. Und Tagebuch eines Zimmermädchens. Meine Erinnerungen. Es ist immer so spannend, was die reichen Leute hier treiben. Heute habe ich zum Beispiel beim Aufräumen in Mr. Kingstons Zimmer ein Höschen gefunden. Er hat wohl eine Damenbekanntschaft gemacht. Der Qualität des Stoffes nachzuurteilen, hat sie auf jeden Fall genug Geld für teure Wäsche. Bestimmt ist sie sehr schön. Irgendwann werde ich das auch schaffen. Mhm, ganz genau.
Heute hat mich Mr. Kingston zur Seite genommen und mich gefragt, ob ich Blumen auf Zimmer 9 bringen könnte. Sie sind für Miss Daisy. Ah, die braucht den teuren Wein. Okay. Und er hat mir auch schon eine kleine Karte mitgegeben. Sie ist ganz bestimmt seine Liebhaberin. Sie ist nicht hübscher als ich und ihr Geld hat sie auch nur von ihren Liebhabern. Trotzdem fliegen die Männer geradezu auf sie. Ich habe die Blumen in den Müll geworfen. Also, was, alles ist so unwirklich. Alter, wie kann sie nur? Die letzten Tage waren ein einziger Albtraum. Es gibt niemanden, der den Wahnsinn noch aufhalten kann. Mr. Kingston hat sich mit den anderen Männern in einem der Zimmer eingeschlossen. Sie haben die komplette Bar leergeräumt. Gut, dass ich mich in einem leeren Zimmer versteckt habe. Sie sind zu allem imstande. Unsere Hoffnung ist verloren. Ich wüsste nicht einmal, wohin ich fliehen sollte. Keiner weiß, was dort draußen los ist. Ich habe Angst. Solche Angst. Es geht zu Ende. Alles wird bald ein Ende haben. Wir werden in Vergessenheit geraten. Nichts bleibt zurück. Bist du gescheit? Also, naja. Die Berserker stehen auch nicht so auf Aufräumen, ne? Ja. Da schaut's aus wie auf dem Dachboden. Jo. Und das zu dem dann, ne? So. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, oder? Wow, nicht runterfallen. Bestellliste. Aha. Ich bin nicht gut. Ich will aber gut genug sein. Meh. Unfassbar. Hui. Und ich hätte auch gern mal das Schwert. Wo auch immer es sein tut. Müssen wir da vorher mit jemandem reden? Also verbetzen konnten wir, glaube ich, ne? Das ist natürlich wieder die Frage, ob man die Quests beiderseitig abschließen kann. Aber ich glaube nicht, ne? Also wirklich das Schwert stehlen. Es könnte ja wirklich sein, dass es da drinnen ist, das Schwert, ne? In der Kiste. Mist. Das wäre gar nicht gut, weil dann bin ich zu schlecht. Könnte aber auch weiter oben sein. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, so, gerade so geschafft noch. Also, kleiner Heiltrank. Was hatten wir noch? War hier noch was? Schaut nicht so aus. Hui. So. Da, 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 da. Eine Zigarette. Goldbrocken. Ein Bett, das gerade noch so oben hängt. Auch nicht schlecht. Okay. Da haben wir einen langen Gang. Mhm. Ah, Ray, du bist im Weg. Was haben wir hier? Klo schon wieder, glaube ich. Warte. Und der Stock dunkel. Okay, das hat nur so ausgeschaut, als wenn das wäre. Rappada, rappada. Da ist gar nichts. Ich glaube, ich suche da umsonst, glaube ich. Oi, oi. Oi, oi. Nein! Boah. Ich glaube, das war jetzt nur Glück. Magnesiumfackeln, ja, das passt auch. Ich wollte eigentlich gerade nicht so runterfallen, aber ja. Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich wollte mich einfach nur ein bisschen so in den Zimmern umschauen. Aha. Jetzt sind wir schon bald ganz oben. La, la, la. Warum ist das hier so eine bedrohliche Musik? Das ist aber nicht sehr nett. Oh, ein alter Brief. Okay, was steht da drin? So. Alter Brief. Danke.
Donald, na bist du gescheit, na, das hätte ich gewusst. Donald, ich danke dir, alter Freund, dass du mir diesen Gefallen getan hast. Jetzt bezahlt dieses Flittchen dafür, dass sie meine Zuneigung mit Füßen getreten hat. So jemand ist so auch nicht für das Projekt geeignet. Ich werde morgen von hier verschwinden. Wir sehen uns dann dort, Kings. Jawohl. Ich wusste, dass es hier einen Donald gibt. Wo eine Daisy ist, ist ein Donald nicht weit. Ja. So. Dann hier rauf. Tap, tap, tap. Ich dachte eh schon, da wäre ein Viech. Jetzt war ich kurz etwas angespannt. Dabei war das nur ein Blatt im Wind, das geweht hat. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier jetzt eigentlich sind, bis auf die Tatsache, dass wir auf dem Dach sind. Wie haben die das geschafft, das Gerät hier raufzubringen? Fragezeichen. Wie? Wie geht sowas? Unfassbar, da drüben dasselbe. Wie geht sowas? Da ist was. Ui! Also, Elixit. Große Elixitbeutel. Noch ein Elixit. Und Zigarettenstange. Juhu. Gut, aber immer noch kein Schwertelein. Wahrscheinlich bin ich einfach schon zu weit oben. Das könnte sein. Ich habe halt gedacht, wenn man so ein tolles Schwert hat, wird es vielleicht ganz oben versteckt sein. Das war, glaube ich, nicht richtig von mir. Oh. Ja. Dann würde ich vielleicht sagen, wir fangen nochmal von unten an. Verbetzen, weil ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, den Kerl zu verbetzen. Wow. Langsam. So. Die Position des Schwertes wird einem aber auch gar nicht angezeigt, ne? Vielleicht muss ich echt wirklich zuerst mit jemandem reden. So, jetzt sind wir wieder unten. Mal vielleicht. Oder ist es einfach hier drin? Ein Benehmen. Ey, bin ich schon weg? Ungehobelter Fatzke. Was? Ich bin ja schon weg. Wird mal was gemacht, ey, Trottel. Hey. Okay. Habe ich gespeichert? Ich hoffe, dass ich gespeichert habe. Laden. Ich habe nicht gespeichert. Das ist schlecht. Wo sind wir hier? Naja, okay, das passt ja. Dass wir da rum sind, das ist ja okay, das passt. Das da drüben haben wir mitgenommen. Okay, passt. Alles gut. Das Schwert scheint in dem Schlafzimmer zu sein, hä? Huh? Aber das kriegen wir so jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ich baue mich mal runter. Dann haben wir nämlich auch gespeichert. Ich speichere auch gleich nochmal. Weil die Wachen und so, ne? Die machen uns das Leben schwer. Zur Not müssen wir halt schlafen bis Mitternacht, das kennen wir eh schon. Und dann versuchen einzubrechen. Das könnte auch. Super, der kann bei sowas raufklettern. Der Mann ist ein Hammer, wirklich. Der Mann, der kann's. Hammer, das. Also das ist nur zum Lesen, genau. Ich dachte, das muss, könnte man mitnehmen. Es ist halt die Frage. Na. Konnten wir schon schleichen? Ich hab's vergessen. Fällt doch gar nicht auf, oder? Oder musste man das auch lernen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir konnten das noch. Überbleiben. Ich habe nichts gemacht. Mist, wo kommt der jetzt her? Jetzt könnte natürlich auch das Problemchen sein,
dass diese Deppen auch bei Nacht noch immer hier sind, ne? Ich will nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Gehen wir einfach mal rein. Ich glaube, hier kriege ich keinen Ärger, wenn ich reingehe. Na, schaut gut aus. Probieren wir einfach mal schlafen zu gehen. Oder warte. Ja, es hilft nichts, wenn ich nicht schleichen kann. Vielleicht ist Gehen ja das neue Schleichen. So, probieren wir mal bis Mitternacht. So, mal schauen. Vielleicht werden wir dann auch zu der Gemeinschaft gehören. Vielleicht klappt es dann mit, was wollte ich sagen? Vielleicht klappt es dann, dass wir hier die Sachen einfach mitnehmen dürfen, was? Achso, eine Broschüre. Okay, nehmen wir auch mit. Also dafür, dass es Mitternacht ist, wow, ist der Mond schön. Also für das, dass es Mitternacht ist, ist es hier ziemlich hell. Nachtwache. Lächerlich. So, wie ging das jetzt mit dem Gehen? Na? Hallo? Habe ich das kaputt gemacht? Lass das lieber bleiben. Wie habe ich das hinbekommen, dass ich gehen konnte? Hör auf zu schleichen. Ich merke es ja doch. Okay. Ja, du merkst es doch. Das habe ich schon verstanden. Mist. Vorhin war gerade die Schichtwechsel, ne? Okay. Das könnte unsere Chance sein. So, warte. Wir speichern. Hier rauf. Rauf drauf. So. Also einfach, schleichen. Goldener Kelch. Antikes Schwert. Soll man gierig sein? Ich glaube, ich krieg aufs Maul. Ich hab's gewusst. So, die Gier war jetzt zu stark. Entschuldigung. Wir nehmen natürlich nur das antike Schwert mit und nehmen dann noch den Goldkelch vielleicht mit. Ich merke nicht, was du da tust. Was? Wo ist wer? Hey, steh auf, du Depp. Wo ist wer? Da war jetzt ja niemand. Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Ja, wo ist denn da wer? Ja, schnell die Sachen mitgenommen. Alter, bin jetzt gerade. Ray, du bist im Weg, wie immer. Ray! Danke, wegen dir konnte ich den jetzt halt mitnehmen. Hier hast du nichts verloren. Wie geht denn der komisch? Ach, leck mich am Buckel. Irgendwie geht der jetzt voll komisch, warum weiß ich nicht. Die Kamera bleibt an einem Ort stehen. Das ist nett. Mann, ey. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Der da hinten, oder was? Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Na, du sollst es ja nicht merken. Da. Das gibt's ja nicht. Das muss ja hinhauen. Schau, und der ist schon wieder da. Wie geht das? Das hat ja vorher so super hingehauen. Na gut, dann hör mal auf mit gierig sein. Ich nehme jetzt nur das Schwert und hau wieder ab. Fertig. Ist ja nicht zu fassen, sowas. Unglaublich. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Ach, Xada, sei ruhig. So. Entschuldigung. So. Geh. So. Passt. Leck mich am Buckel. So, fertig. Also, ist ja wahr. So, zurück zu Alric dann, ne? Borten. Jo, theoretisch. Schau mal, ob es klappt. Jo. Die Quest will ich noch abgeben.
Und dann beenden wir den Part. So, also, gehen wir Vollgas. Hui. So. La. Ich hoffe, das passt so. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ob wir ihn verbetzen sollen. Das kann das ja. Oder ob wir das abgeben sollen. Sowas hätte ich auch gerne. Ja, ne? Ist cool. Ist der jetzt oben? Ich glaube, ne? So. Hallöchen. Aha, im Haus. Okay. Dann würde ich sagen, kurz mal speichern. Für den Fall der Fälle, dass ich wieder Blödsinn mache. So. Und? Wer treibt sich denn hallo, hier wegen rum? Der Rarität. Wegen der Raritäten? Ja? Das Schwert. Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen, aber vom Alter kommt es hin. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt. Also sein Schwert, nicht sein, ja, du weißt schon, was ich meine. Ist schon gut. Und die Bezahlung? Hier, das reicht, schätze ich. Wow, 1000. Das wird jemandem nicht gefallen. Hätte man ihn vielleicht doch verbessern sollen? Ich meine, wir könnten es ja andersrum auch probieren. Wir haben es dann eh gespeichert. Könnten wir uns die andere Variante auch anschauen. Na gut, ihr Lieben. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!